Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur kleinen Infovideo. Bei The Secret of Retropolis gab es lange Zeit nur englische Sprachausgabe mit Untertiteln. Und jetzt gab es ein Sprachupdate und wir haben jetzt Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Und dann haben wir noch asiatische Sprachen. Was es jetzt auch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir die als Untertitel nicht aus Sprachausgabe, aber das schauen wir uns jetzt mal im Game an. Sit down and listen closely. Before they were gone, humans made robots to keep civilization alive. We robots turned out to be just like how humans were, apathetic and broken. Welcome to Retropolis, a marvelous city, 100% mechanical, designed for one purpose only, to keep the past alive forever. You know, the good old days, when the economy was booming and the women were beautiful. But if you walk down the city streets, all you can find is loneliness, greed, and betrayal. My name is Philip Law. I was fashioned to be a detective for the RPD. I was good at my job because I'm not the kind of robot who does what he's told. I went after leads even if they took me to the higher levels of the city. That's how I lost my partner. That day I left the force and became a private eye. Sure, the pay isn't great, but I do have some crazy stories to tell. At last, a job. Because you're lonely. You're a funny guy, huh? If you don't pay me the rent by the end of the week, you're out on the street. How can you do this to me? Don't you have a heart? No. Oh, man. I need a drink. Ja, Leute. Das ist The Secret of Retropolis, diesmal auch mit deutschen Untertiteln. Und ja, für alle Leute, die jetzt nicht so gut Englisch beherrschen, ist das perfekt. Und für alle Point-and-Click-Adventure-Fans da draußen, Zack McCracken, Maniac Mansion lässt grüßen. Also das waren die Spiele, die ich als Kind super gern gespielt habe. Ja, und jetzt kann man solche Games in VR erleben und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ist ein kurzes Game. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Spielzeit dahinter steckt. 1,5 Stunden oder so, je nachdem. Oder 2 Stunden. Gameplay habe ich auf meinem Kanal schon gezeigt. Packe ich in die Infobox und in die Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. War mit Steam VR. Jetzt ist es mit der Pico. Es gibt es aber auf der Quest auch. Und alle haben das Update erhalten für Untertitel. Und Leute. Geiles Game, meiner Meinung nach. Wer Freunde, Click Adventure mag, ist hier genau richtig. Und auf meinem Kanal gibt es jetzt auch ein Gewinnspiel. Ihr könnt The Secret of Retropolis gewinnen, werde ich euch auch unten in die Beschreibung packen und im Abspann auch. Dann könnt ihr mal gerne reinschauen. Und ja, das war's. Ist eine kurzes Infovideo nur. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Abo nicht vergessen, Like drauf und ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag auch noch Tschüss. Tschüss, Leute.